Unser Ducato ist durch den TÜV gefallen. Woran das liegt und was am Fahrzeug und am Camperaufbau in den vergangenen 5 Jahren, seitdem wir den Knaus haben, sonst noch so kaputt gegangen ist, das erzählen wir euch im heutigen Video. Los geht's! Empfehlung vom Händler, alle paar Wochen hier mal 1-2 Tropfen Schmiermittel reinsprühen. Und damit nochmal Moin und Hallo aus unserem Zuhause auf 4 Rädern. Unser Knaus Boxster, der auf einem Fiat Ducato basiert, hat uns in den vergangenen 5 Jahren fast immer sehr zuverlässig überall dahin gebracht, wo wir hin wollten. Über 125.000 Kilometer sind wir seit 2018 inzwischen damit gefahren. Ja. Viele davon in Europa, aber, und das wissen diejenigen unter euch, die uns schon länger folgen, viel eben auch auf sehr unwegsamen Straßen auf unserem Weg kreuz und quer durch Asien, als wir von Deutschland bis nach Thailand gefahren sind. Wir haben diesem Fahrzeug also ja, wirklich einiges abverlangt, ja, kann man sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Letzte Woche stand hier in Deutschland dann der nächste TÜV-Termin an, also ganz routinemäßig. Wir haben unsere Rückkehr nach Deutschland extra so geplant, dass wir dazu fast pünktlich wieder hier sind. Und ja, da kam dann das böse Erwachen. Der Ducato ist durch die Hauptuntersuchung gefallen. Mhm. Gleich 2 sogenannte gravierende Mängel wurden festgestellt. Welche das sind, sagen wir euch gleich. Aber wir haben uns gedacht, lasst uns das doch zum Anlass nehmen, einmal alles durchzugehen, was mit der Zeit in all den vergangenen Jahren so kaputt gegangen ist. Danach wurden wir von euch vielfach gefragt und es macht ja auch Sinn, nach so einer langen Zeit nun mal ein Fazit zu ziehen. Also los geht's! Fangen wir mit dem Wohnmobilaufbau an, also mit all den Sachen, die Knaus hier in den Ducato eingebaut hat, um den Kastenwagen zu einem Wohnmobil zu machen. Wir arbeiten uns jetzt einmal vom hinteren Bereich bis nach vorne durch. Und wenn wir vorne quasi am Motor angekommen sind, dann gehen wir über zu all den Sachen, die am Ducato, also am Fahrzeug selbst, in der Zeit so kaputt gegangen sind. Inklusive der Sachen, die dann jetzt eben auch TÜV-relevant waren. Das erste und das eigentlich eher Fahrzeug als Wohnmobilaufbau ist der Lack hier hinten an den Türen. Das haben wir in unserem Reinigungsvideo schon gezeigt. Es hat sich an beiden Hecktüren der Lack abgeschabt. Das ist damals auf unserer großen Asientour schon passiert, als wir dadurch die unterschiedlichsten Wüsten gefahren sind. Vor allem im Iran, aber auch auf den ganzen Sand- und Schotterpisten in all den anderen Ländern. Am meisten wahrscheinlich auf dem Pamir Highway in Tadschikistan. Da ist eben der ganz feine Sand eingedrungen und hat dann durch die ständige Bewegung während der Fahrt zwischen Dichtgummi und Tür mit der Zeit den Lack abgetragen. Das ist, wie wir inzwischen wissen, ein bekanntes Problem auf solchen Touren. Wenn man längere Zeit in solch sandigen, staubigen Gegenden unterwegs ist und sein Fahrzeug nicht gefühlt alle paar Stunden waschen kann, dann muss man mit sowas wohl rechnen. Uns wurde dann im Nachgang der Tipp gegeben, dass man auf den Lackflächen, die gegen die Dichtgummis stoßen, Klebeband aufkleben soll, damit das eben die Reibung aufnimmt statt dem Lack. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Für uns kam der Tipp leider zu spät, aber vielleicht kann ja jemand von euch davon noch profitieren. Eine zweite Sache, die kaputt gegangen ist, ist eines dieser Pushlocks hier. Das hat tatsächlich gerade erst vorletzte Woche nach unserem Reinigungsvideo den Geist aufgegeben. Eigentlich erstaunlich, dass es einen hier hinten am Gaskasten erwischt hat. Da wir das natürlich nicht ansatzweise so häufig benutzt haben wie die in unseren Schubladen oder Schränken. Aber unsere Vermutung ist, wir hatten da häufig recht viel Zeug drin, zusätzlich zu den Gasflaschen. Teilweise auch richtig reingestopft und dass das auf Dauer einfach zu viel Belastung war. Aber halb so schlimm, sowas lässt sich ja schnell austauschen. Kommen wir nach drinnen und das erste hier ist auch eins der ersten Sachen überhaupt, die kaputt gegangen sind. Diese Lichtspots hier nämlich. Das sind Leuchten von Dometic, die in so einer Stromschiene laufen. Das ist eigentlich eine total coole Konstruktion von Dometic, da man die Lichter eben ja ganz flexibel hin und her schieben kann. Und es gibt auch so USB-Ladegeräte-Adapter dafür. Aus unserer Sicht sind die Halterungen dieser Leuchten aber viel zu fragil konstruiert. Wir haben insgesamt 3 Stück davon.
Hier hinten ursprünglich zwei und vorne über dem Tisch noch eine. Und bei allen dreien sind uns diese Halterungen abgebrochen. Das sind so kleine Plastik-Nupsis, so Plastikflügel, die die Leuchten in dieser Schiene halten und die gleichzeitig den metallischen Leiter für den Kontakt zum Strom herstellen. Und wie gesagt, bei allen Lampen ist uns an mindestens einer Seite davon dieses Teil abgebrochen. Und nicht nur das, die Dinger selbst, also diese verchromten Teile oder was auch immer das für ein Material ist, die haben schon super früh angefangen zu oxidieren. Also das mag an salzhaltiger Luft liegen, wenn man irgendwie mal in Strandnähe geparkt hat. Sieht in jedem Fall nicht schön aus und wir wissen, dass auch nicht nur wir davon betroffen sind. Diese Stromschienen sind in relativ vielen Modellen verbaut, glaube ich. Und ja, da hätten wir uns definitiv ein besseres, widerstandsfähigeres Material und vor allem eine stabilere Konstruktion gewünscht. Eine zweite Sache, die hier hinten kaputt gegangen ist, die Tauchpumpe im Wassertank. Die ist uns mal kaputt gegangen. Dazu braucht man ja eigentlich nicht viel sagen. Die zählen, glaube ich, im weitesten Sinne zum Verbrauchsmaterial. Von allem, was wir so gehört haben, stehen wir da mit nur einer kaputten Pumpe in 5 Jahren. Besser da als viele andere. Und ja, das passiert einfach. Und unsere ist ja eben auch jetzt erst vor einem halben Jahr kaputt gegangen. Also die hat 4,5 Jahre gehalten. Ist natürlich ärgerlich und besser wäre es, wenn die überhaupt nicht kaputt gehen würde. Aber ja, es ist wie es ist und wenn es dann doch mal passiert, sind die eigentlich recht gut, recht schnell, recht günstig auszutauschen und auch bei fast jedem Händler in Europa vorrätig, würde ich sagen. Was nicht überall vorrätig war und auch deutlich teurer als so eine Tauchpumpe, war die Hauptelektronik unserer Truma-Heizung, die hier unterm Bett verbaut ist. Wir haben eine Truma Kombi 4, also eine Kombination aus Gasheizung und Warmwasserboiler. Eine der meistverbauten Heizungen der jüngeren Wohnmobilgeschichte, würde ich sagen. Und da ist uns letztes Jahr, als wir in den französischen Alpen unterwegs waren, die Hauptplatine der Heizung kaputt gegangen. Wir glauben tatsächlich, dass die einen Schlag wegbekommen hat, als wir in der Woche vor der Tour unsere Batterie einmal so sehr haben leer gehen lassen, aus Versehen, dass sie abgeschaltet hat. Wir hatten nämlich zu Hause für längere Zeit unter einem Carport geparkt, wo die Sonne per Solar die Batterie also nicht wieder aufladen konnte und der Kühlschrank war an. Und als wir dann das Fahrzeug danach wieder angemacht haben, hat sie hinten ein paar Mal geklackert. Dass es die Heizung war, die da wohl geklackert hat, haben wir dann erst in den Bergen gemerkt, als uns kalt war und die Heizung nicht wieder anspringen wollte. Dann hat es ein paar Tage gebraucht, bis wir einen Händler gefunden haben, der so eine Hauptplatine tatsächlich vorrätig hatte. Denn das ist natürlich während der Chipkrise damals passiert. Der Spaß hat am Ende, glaube ich, auch gut und gerne 300 Euro gekostet. Also es war sehr, sehr ärgerlich. Aber auch da kann man wohl weder Knaus noch Fiat irgendwie einen Vorwurf machen. Sowas kann halt passieren. Und wo wir gerade von der Heizung sprechen, ich finde, dass der Temperatursensor für die Heizung von Knaus an einer total blöden, ungünstigen Stelle angebracht wurde. Dadurch, dass der hier über einem Schrank in einer Ecke, wo irgendwie generell schon nicht so viel Luft Zirkulation stattfindet und direkt an der Außenwand des Fahrzeugs montiert wurde, ist er immer ein bisschen hinterher, was die tatsächliche Temperatur angeht. Also sowohl nach oben als auch nach unten. Aus meiner Sicht würde es sehr, sehr viel mehr Sinn machen, den irgendwie ein kleines bisschen weiter im Raum anzubringen, damit die Heizung eben ja auch wirklich weiß, wie warm es im Camper tatsächlich ist. Dirk, hast du wieder mal vergessen, das Auto abzuschließen? Hier kann ja jeder einfach reinkommen, unsere Sachen klauen und gucken, was wir machen. Oh, verdammt. Ja, sieht ganz so aus, als hätte ich es vergessen. Dabei ist es doch so einfach. Man muss nur einen Knopf drücken und schon ist man geschützt. Es ist eigentlich wie bei NordVPN, unserem Schutzmechanismus, wenn wir im Internet unterwegs sind. Da muss man auch nur auf einen Knopf drücken und schon ist man sicher. NordVPN ist wie die Zentralverriegelung für euer Handy oder Computer, wenn ihr im Internet surft. Langfinger können dann nicht mehr eure persönlichen Daten ausspionieren, Werbetreibende können nicht mehr all eure Schritte nachverfolgen und Viren, Schadsoftware und Co. werden auch abgehalten. Mehr Online-Sicherheit mit nur einem Klick. Und das Ganze jetzt wieder mit einem exklusiven Deal, wenn ihr unseren Link unten in der Videobeschreibung nutzt.
jetzt, wo wir das erledigt haben, machen wir weiter mit den Dingen, die kaputt gegangen sind. Was innerhalb der 5 Jahre gleich 2-mal kaputt gegangen ist, wenn man so will, sind die Dichtungen unten an den Schiebetüren des Raumbads. Die haben wir schon in unserem großen Reinigungsvideo gezeigt. Da brauchen wir also, denke ich, nicht weiter drauf eingehen, dass die mit der Zeit bei ständiger Benutzung mal abfallen oder so viel Dreck anziehen, dass man sie mal austauschen will, ist, denke ich, normal. Abgesehen davon sind wir mit dem Raumbad aber nach wie vor sehr zufrieden. Auch über die Nupsis hier am Kochfeld haben wir in unserem Reinigungsvideo schon gesprochen. Sowohl über die Silikonteile rund um die Brenner, die wohl bei uns allen regelmäßig kaputt gehen. Die werden mit der Zeit durch die Hitze einfach porös, brechen und fallen dann auch gerne mal nach unten durch. Die Schraubenabdeckung hier am Rand, die gebrochene Gefrierschranktür und die sich lösenden Furnierklebepunkte, die die Schrauben abdecken, haben wir da auch schon gezeigt und angesprochen. Alles nicht wirklich der Rede wert. Was wir bisher aber noch nie gezeigt haben, einfach weil es vor so langer Zeit schon passiert ist, ist eine gebrochene Schraube hier im Hängeschrank. Die Hängeschränke hier über der Tür, die sind unter anderem scheinbar mit Schrauben gesichert, die nach hinten durch entweder in einen Holzbalken, vielleicht aber sogar bis in die Fahrzeugkarosse gehen. Und so eine Schraube ist uns irgendwo in Tadschikistan auf einer der vielen langen Waschbrettpisten mal gebrochen. Das haben wir daran gemerkt, dass der Schrank auf einmal ein kleines bisschen runterhing, also nicht viel, nur so ein Zentimeter oder so. Dann haben wir dahinter geschaut und gesehen, dass die Schraube gebrochen ist. Ich weiß nicht, ob wir das filmen können, aber da haben wir dann einfach eine neue Schraube reingedreht und daneben direkt eine zweite für zusätzliche Stabilität. Seitdem hält das wieder bombenfest, auch voll beladen, abseits befestigter Wege. Was wieder mal einfach zeigt, wie stabil Knaus diese Möbel gebaut hat. Denn wir haben es damals schon in unserem Roomtour-Video gesagt und es stimmt immer noch. Hier quietscht nichts, hier wackelt nichts, auch nach all den Jahren richtig, richtig gut. Aber wo wir gerade bei Schrauben sind, Knaus hat hier an den Fensterverriegelungen offenbar recht billige Schrauben genutzt, denn die rosten ganz schön stark. Die sollten wir eigentlich mal gegen vernünftige Schrauben austauschen, wenn wir die jetzt überhaupt noch rausbekommen. Und sehr rostig sind auch unsere Drehkonsolen. Das finden wir nach wie vor recht erstaunlich, da die ja nie Regen oder sowas abbekommen haben. Schon gar nicht so flächendeckend. Aber auch da wird wahrscheinlich salzige Meeresluft eine Rolle spielen. Trotzdem ist es eigentlich nicht okay, dass die rosten. Gerade weil so ein Sitz ja auch sicherheitsrelevant ist. Also ist jetzt nur oberflächlicher Rost, aber ist natürlich trotzdem weder gut noch schön und die Dinger sind eben auch echt schwer zu reinigen oder sogar zu lackieren. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Berichtet gerne mal, ob die Teile bei euch vielleicht auch anfangen zu rosten. Das wäre auf jeden Fall interessant zu hören. Eine andere Sache, die definitiv aufgrund von salzhaltiger Meeresluft kaputt gegangen ist oder zumindest nicht mehr ganz so richtig funktioniert, ist unsere Fliegenschutztür. Die ist ja auch in ganz vielen anderen Kastenwagen verbaut und eigentlich ein total tolles Ding. Aber seitdem wir die in Thailand im Grunde 6 Monate lang fast durchgängig in Benutzung hatten, hat sich da so viel Salz und Dreck drin abgelagert, dass sie ja auch trotz mehrfach versuchter Reinigung einfach nicht mehr vernünftig schließt und einfach ja so ein bisschen wild aussieht. Sie funktioniert noch und darauf kommt es natürlich an, aber schön ist was anderes. Da die aber relativ teuer ist und vor allem ja wohl recht fummelig in der Montage, lassen wir das jetzt so. Und dann zuletzt noch 2 Stellen, die viele von euch betreffen dürften. Schaut euch mal eure Schiebetürschiene und eure Scharniere hinten an den Hecktüren an. Das sind nämlich beide Stellen, die beim Ducato gerne mal anfangen zu rosten. Eigentlich sind die Karossen der Ducatos, Jumper, Boxer und Co. sehr gut beschichtet und definitiv nicht dafür bekannt, schnell zu rosten. Deswegen gibt es auch eine langfristige Lackgarantie, zumindest bei den neueren. Aber es gibt 2 Stellen, bei denen es aufgrund äußerer Einwirkungen eben doch gerne mal passiert. Einerseits hier die obere Kante der Schiebetürschiene, denn da sammelt sich einfach sehr leicht der Dreck und hier sammelt sich auch gerne mal noch ein Stück Metallspäne, wenn man irgendwelche Dachluken eingebaut hat oder Kabeldurchführungen aufs Dach gebohrt hat.
Das passiert wohl auch gerne mal ab Werk, hat uns unser Händler gesagt. Also da sollte man wirklich regelmäßig ordentlich sauber machen, weil der Dreck sonst eben mit der Zeit diesen Lack hier abschabt. Und das gleiche hinten bei den Scharnieren. Da die natürlich ständig in Bewegung sind, reibt sich auch da gerne mal etwas der Lack ab. Das ist bei uns hier auf der einen Seite unten passiert. Das wird, genauso wie die Stelle bei der Schiebetürschiene, nicht von der Lackgarantie abgedeckt, da das eben aufgrund von äußeren Einflüssen, Dreck, Reibung passiert. Empfehlung vom Händler, alle paar Wochen hier mal 1-2 Tropfen Schmiermittel reinsprühen. Ich mache das inzwischen einfach mit so ein bisschen WD-40 oder was auch immer ihr da habt. Damit kann man dem vorbeugen. Ah, und dann ist uns noch die Trittstufe hier kaputt gegangen, aber dafür können weder Knaus noch Fiat irgendwas. Die haben wir uns in Nepal abgefahren. In Pakistan sind wir damit schon mal leicht aufgesetzt und haben sie verbogen. In Nepal dann das Gleiche. Da habe ich sie dann ja nochmal gerichtet, aber kurz darauf ist es wieder passiert. Und dann habe ich sie letztlich, als wir ja wieder zurück in Deutschland waren, einfach komplett abgenommen. Also wer mehr Bodenfreiheit will, sollte das Ding von vornherein einfach abnehmen. Das waren also alle Sachen, die im weitesten Sinne am Aufbau kaputt gegangen sind. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die den Motor, die Elektronik, das Fahrwerk, also den Ducato an sich betreffen. Das sind zum Glück nicht allzu viele, aber dafür eben TÜV-relevante Sachen. Und die habe ich mir in chronologischer Reihenfolge aufgeschrieben. Das erste Mal mussten wir in die Werkstatt 9 Monate, nachdem wir das Fahrzeug gekauft hatten, also im April 2019. Da waren wir nämlich von einer Rückrufaktion betroffen und der Luftzufuhrstutzen zum Drosselklappengehäuse musste ausgetauscht werden. Da hatten die irgendwie festgestellt, dass sich ja die verbauten Metallschellen eventuell lösen können und deswegen wurden die bei allen Fahrzeugen ausgetauscht. Das lief alles sehr entspannt und schnell und hat natürlich auch nichts gekostet, also alles fein. Aber, wie der Zufall so will, ist damals auf dem Weg zum Werkstatttermin für diese Rückrufaktion tatsächlich die Motorkontrollleuchte angegangen. Der Grund dafür war, wie das Auslesegerät dann uns gesagt hat, ein defekter Öldrucksensor. Die hatten dann erst vorgeschlagen, den Fehler einfach zu löschen und ich soll mal weiterfahren und schauen, ob das dann überhaupt irgendwann nochmal auftritt, weil die wohl manchmal eben falsche Werte liefern können, diese Öldrucksensoren. Aber als ich dann gesagt habe, wir haben Mitte April, in 6 Wochen brechen wir auf, um mit dem Fahrzeug ein Jahr lang kreuz und quer durch Asien zu fahren. Ich hätte da nicht so Lust drauf, dass es dann da nochmal auftritt. Da haben sie direkt gesagt, alles klar, gar kein Problem, kein Thema, wir tauschen das Ding jetzt aus. Dafür mussten die einiges ausbauen, aber das hat die Fiat-Werkstatt ohne Mucken gemacht und es lief auch alles über die Garantie. Also auch das sehr, sehr gut. Wir haben dann noch gleichen Öl- und einen Filterwechsel machen lassen, genauso wie während ja, unserer Reisen durch Asien und Europa zwischendurch natürlich auch turnusmäßig. Da dann auch inklusive Luftfilter und Pollenfilter und Dieselfilter und allem drum und dran, auch die Bremsklötze. Die haben wir unterwegs 2-mal erneuern lassen, das letzte Mal ja gerade erst vor ein paar Monaten in Spanien. Aber das ist ja im Grunde alles kein Defekt, sondern eben ganz normale Verschleißteile, das ist also ja nicht weiter der Rede wert. In Indien hatten wir dann nochmal einen Fall, dass auf einmal alle Lampen im Tacho angegangen sind. Die Leistung war komplett weg und der Notfallmodus des Fahrzeugs ist angegangen. Aber das war nur, weil wir mit recht hoher Geschwindigkeit ein Schlagloch erwischt haben und der Crash-Sensor ausgelöst hat. Dann unterbricht das Fahrzeug die komplette Dieselzufuhr einfach so als Schutzmechanismus, weil es eben dachte, wir hatten einen Unfall. Da gibt es einen Knopf unten im Fußbereich des Beifahrers, den man dann drücken muss. Dann ist wieder alles gut. Genauso war es bei uns auch. Bis dahin wussten wir nicht, dass sowas gibt, aber es stand glücklicherweise im Handbuch, was wir dabei hatten. In Thailand hatten wir dann nochmal einen platten Reifen. Aber ansonsten war nichts. Einfach gar nichts. Weder in Asien noch während der letzten 3 Jahre, während wir durch Europa gekurvt sind. Also das ist absolut faszinierend. Bis vor ein paar Wochen zumindest, wo in Spanien dann auf einmal die Motorkontrollleuchte anging.
Davon haben wir in unseren wöchentlichen Videos von damals eben auch berichtet. Wir waren dann vor Ort bei 3 verschiedenen Fiat-Werkstätten und jedes Mal konnte im Fehlerspeicher kein richtiger Fehler identifiziert werden. Es wurden immer die Fehler gelöscht und gesagt, ja, solange es keine Leistungseinbußen gibt, fahrt einfach weiter, wir können nichts machen. Aber jedes Mal ist irgendwann, mal nach ein paar Stunden, mal nach ein paar Tagen, die Motorkontrollleuchte wieder angegangen. Der letzte in der Werkstatt in Spanien hat dann vermutet, es könnte eventuell die Lambda-Sonde sein, aber hat auch gesagt, fahr nach Hause, lass den Fehlerspeicher da nochmal auslesen. Und genau das haben wir dann gemacht. Und unsere Heimatwerkstatt, die hat die Diagnose dann tatsächlich bestätigt, die Lambda-Sonde ist defekt. Das ist ein Teil des Abgasreinigungssystem und ein typisches Teil, das gerne mal nach 100, 150.000 Kilometer kaputt zu gehen scheint, haben wir uns sagen lassen. Die kostet mit knapp 200 Euro auch nicht die Welt. Die haben wir dann auch austauschen lassen und im gleichen Zug den Zahnriemen machen lassen, da der nach 5 Jahren turnusmäßig dran war. Das war mit, ich glaube, knapp 1.000 Euro überhaupt kein günstiger Spaß. Da sind die Citroën-Fahrer unter uns, glaube ich, im Vorteil, weil da ist ja, glaube ich, erst nach 10 Jahren fällig. Aber ja, sei es drum, half ja nichts. Also haben wir den machen lassen. Danach ab zum TÜV, der nach 2 Jahren eben auch mal wieder dran war. Und dann der große Schock. Hauptuntersuchung nicht bestanden. 2 Gründe. Einerseits eine gebrochene Zusatzschraubfeder. Dieses Teil hier, das kann man zusätzlich zur Blattfeder an die Hinterachse schrauben, um eben mehr Federleistung zu haben. Bei uns war die tatsächlich am Werk schon verbaut, ohne dass wir das ursprünglich wussten. Da muss man Klaus loben, dass sie das einfach so verbaut hatten, obwohl wir eben nur diesen kleinen Ducato mit dem Leitchassis und auch nur 3,3 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht haben. Aber die war dran und dann eben gebrochen. Das hat uns nicht allzu sehr gewundert, denn wenn man bedenkt, wo wir überall so lange gefahren sind und wie sehr wir dieses Fahrzeug eben beansprucht haben, ja, da kann die mal kaputt gehen. Das ist fein, wir haben dann eine neue bestellt, die fix einbauen lassen, gleich auf beiden Seiten, da man solche Federn immer paarweise tauschen sollte. Was uns aber sehr gewundert hat, ist der zweite festgestellte Mangel, nämlich die Tatsache, dass unser Ducato durch die Abgasuntersuchung gefallen ist. Das war definitiv ein Schock, da man bei so einem modernen Auto ja nicht damit rechnet. Und dann ging auch direkt die Überlegung los, das wird teuer, denn so Sachen wie Motor, Katalysator, Dieselpartikelfilter sind alles keine günstigen Teile und vor allem war ja nicht klar, warum das überhaupt aufgetreten ist. Nachdem ich dem GTÜler dann gesagt habe, dass das Auto gerade erst in der Werkstatt war für eine neue Lambda-Sonde und ich quasi direkt von der Werkstatt dahin gefahren bin, hat er vorgeschlagen, ich soll mal 1-2 Stunden Autobahn fahren, so mit richtig Dampf, damit der Dieselpartikelfilter sich einmal frei brennen kann. Das passiert normalerweise automatisch, sobald man längere Zeit mit einer höheren Geschwindigkeit fährt und da einfach eine gewisse Temperatur entsteht, dann verbrennt dieser Dieselpartikelfilter die Rückstände. Und da unsere Lambda-Sonde ja eben für ein paar tausend Kilometer kaputt war, hätte es gut sein können, dass sich da der Ruß angesammelt hat, ohne mal eben richtig freigebrannt worden zu sein. Aber das war eben auch nur eine Vermutung. Ich bin dann direkt auf die Autobahn und bin eine längere Strecke gefahren, auch in den Tagen danach, also zur Werkstatt, um die Zusatzschraubfedern erneuern zu lassen. Und ich war dann eigentlich ehrlicherweise vorsichtig optimistisch, da sich das für mich total schlüssig angehört hat. Dann zurück zur GTÜ für den zweiten Versuch bei der Abgasuntersuchung. Ergebnis: wieder durchgefallen. Der Mensch da war sehr, sehr nett. Es war der gleiche wie beim ersten Mal. Er hat den Test auch gleich zweimal gemacht. Aber in beiden Fällen ist das gleiche Ergebnis bei rumgekommen. Die Rußpartikelanzahl hatte sich merklich reduziert, irgendwie von 450.000 Partikel runter auf, ich glaube, 280.000, was aber wohl immer noch viel zu viel war. Der Grenzwert für TÜV liegt bei 250.000, aber normal sind irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend bei einem Ducato. Also eine ziemlich geringe Zahl in jedem Fall im Vergleich zu dem, was unser Ducato da tatsächlich erzeugt hat. Nach ein bisschen hin und her und Gesprächen mit unserer Fiat-Werkstatt haben wir dann entschieden, als nächsten Lösungsansatz mal eine richtige Regeneration des Dieselpartikelfilters von extern einzuleiten. Also man kann das Fahrzeug wohl anschließen in der Werkstatt und dann das Freibrennen mit einer besonders hohen Temperatur erzwingen.
Dabei wird das irgendwie auf 800, 900 Grad erhitzt und einmal so richtig freigebrannt und durchgeblasen. Das haben wir bei Fiat machen lassen. Das hat 220 Euro gekostet, was deutlich günstiger ist, als das komplette Ding auszutauschen. Das steht fest. Der Werkstattmensch hat uns dann gesagt, dass dabei ordentlich Ruß und Asche aus dem System rausgeblasen wurde, dass man es richtig sehen konnte. Und die sind dann im Anschluss direkt zum TÜV gefahren. Zack, Werte wieder normal, Abgasuntersuchung bestanden. Was lernen wir daraus? Wenn es einen Verdacht auf eine defekte Lambda-Sonde gibt, dann lieber nicht mehr von Spanien aus zurück nach Deutschland fahren, nee. Auch wenn die Fiat-Werkstätten ja, sagen, dass das kein Problem ist, denn sonst setzt sich der Dieselpartikelfilter gerne mal zu. Was im Übrigen immer unsere große Sorge war, als wir in Asien unterwegs waren, denn ja. Auf so großen Höhen, also wenn man auf über 2.500 Metern unterwegs ist ungefähr, dann funktioniert diese automatische Freibrennung gar nicht. Und ja, wenn man dann zu lange auf diesen Höhen unterwegs ist, geht das Auto irgendwann in so einen Notmodus und man ja, kann nur noch mit, ich glaube, 1.500 Umdrehungen die Minute fahren. Aber so schlimm war es ja zum Glück nicht. Nee. Wir haben aber auch gelernt und das ist, glaube ich, das Fazit aus diesem Video. Unser Camper hat alles in allem wirklich einen wahnsinnig guten Job gemacht. Also jo. Wirklich Hut ab für Fiat und für Knaus. Jo. Für das, was wir mit dem Camper schon alles gemacht haben, für die Jahre, für die Kilometeranzahl, für die Strecken, die wir so gefahren sind, ja. Ist es wirklich erstaunlich wenig kaputt gegangen, ja. Finden wir. Ja, voll. Also das gilt sowohl für den Ausbau von Knaus als auch für den Ducato als Basisfahrzeug. Wie gesagt, noch immer quietscht da nichts, es wackelt nichts. Ich weiß, Horror-Stories bekommen hier bei YouTube mehr Klicks. Wenn wir also ein Video machen, in dem wir berichten, wie schlecht die Qualität des Möbelausbaus ist, wie alles auseinanderfällt, gerissene Duschwaren, billige Bauteile, schlechte Ausführung, quietschende Ausbauten etc. Das dann, würde deutlich mehr Klicks bekommen. Genau, das würde wirklich wahrscheinlich viel mehr Klicks bekommen. Aber so ist es bei uns eben nicht. Wir sind wirklich einfach ganz schön zufrieden. Ja. Und nein, das ist keine Werbung für Knaus. Wir werden noch immer nicht dafür bezahlt. Schade eigentlich. Und ja. Es ist natürlich auch nicht alles perfekt. Also wir haben die Sachen angesprochen und ja, darüber hinaus wird bei Knaus eben auch an vielen Ecken gespart. Also wir haben irgendwann mal die Seitenteile hier um das Fenster rum abgemacht. Ja, da konnte man dann die Isolierung sehen und das auch so, sagen wir mal, mehr halbherzig gemacht. Aber das gehört wohl dazu und so ein Camper, so einer ist ja eben auch nicht dafür gebaut worden, irgendwie im Winter durch Skandinavien zu fahren. Daher ist das auch fein und wir sind, wie gesagt, wirklich einfach sehr, sehr happy mit diesem Fahrzeug. Wir könnten nicht glücklicher sein eigentlich. Ja, wirklich. Es war ein richtiger Glücksgriff, dass wir uns damals für genau dieses Fahrzeug entschieden haben. Man muss ja ehrlich sagen, dass wir damals, also vor 5 Jahren, noch überhaupt keine Ahnung hatten. Da kannten wir kaum Hersteller, da wussten wir nicht, wer vermeintlich günstig und wer vermeintlich qualitativ hochwertiger baut. Wir haben den Knaus hier gekauft, da uns von der Raumaufteilung und vom Design am besten gefallen hat und weil wir damals ein sehr, sehr gutes Messeangebot bekommen haben. Das war wirklich richtig gut. Also wir sind sehr zufrieden und wir hoffen, dass ihr mit euren Fahrzeugen, wenn ihr eins habt, genauso zufrieden seid. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt darauf zu erfahren, was ihr so erlebt habt. Vielleicht ja sogar von jemandem, der auch einen Knaus-Box da hat. Das wäre für uns auf jeden Fall gleich doppelt interessant. Ja, ja, voll. Und wir beginnen nun langsam damit, uns von dem Knausi hier aber zu verabschieden. Also sehr, sehr langsam, denn ja. Noch werden wir ihn bestimmt ein halbes Jahr behalten, würde ich sagen. Und hoffentlich auch noch auf viele Touren gehen. Mhm. Aber nächste Woche, und ja, nächste Woche geht es mit unserem Ausbauprojekt los. Für den Fall, dass ihr das noch nicht mitbekommen habt, noch nicht wisst, wir bauen uns einen neuen Camper, einen eigenen Camper, einen größeren Camper für all die zukünftigen Reisen und nächsten Sonntag werden wir euch endlich verraten, was es für ein Fahrzeug wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, klickt unten auf den Abonnieren-Button, klickt sehr gerne auch auf den Daumen-Hoch-Button da unten. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr Mehrwert daraus ziehen konntet, das würde uns sehr, sehr freuen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Viele liebe Grüße, habt einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.